Bei vielen von uns ist das hier der Alltag. Jede Menge virtueller Treffen. Bei der Arbeit, in der Schule, selbst beim Feierabendbier. Naja, man ist froh, dass man sich wenigstens am Bildschirm sehen kann. Allerdings sieht man sich meistens auch selbst. Das ist dann so, als ob man täglich stundenlang vorm Spiegel steht. Das macht man ja eigentlich nicht. Und dazu kommt, dass einen die Webcam des Computers nicht immer im besten Licht zeigt. Ja, und das hat offensichtlich dazu geführt, dass es seit dem Beginn der Pandemie einen regelrechten Run auf Schönheitschirurgie gibt. Auch bei Joachim von Finkenstein. Die Nachfrage nach Eingriffen ist bei dem plastischen Chirurgen extrem gestiegen. Nach Botox-Behandlungen um rund 20%. Was man sagen kann, ist, dass durch diese Videokonferenzen und wo die Patienten sich oft selbst in der Kamera sehen, es da ein irrsinniges Feedback gibt. Nicht nur, was die Falten anbelangt, sondern auch andere vermeintliche Entstellungen im Gesicht. Und da fallen einem oftmals erst Kleinigkeiten auf, die man vorher gar nicht so wahrgenommen hat, weil man sich natürlich manchmal über Stunden sein eigenes Gesicht betrachten kann. Das unvorteilhafte blaue Licht der Bildschirme und die oft ungünstige Perspektive der Kameras von schräg unten lassen Menschen plötzlich mit ihrem Äußeren hadern. Zoom-Face, sagen einige zu dem Phänomen. Und es treibt Menschen zum Schönheitschirurgen. Nicole Hepp ist psychotherapeutische Heilpraktikerin. Zurzeit behandelt sie oft mit Maske und hat auch schon Videositzungen gemacht. Ihre Arbeit hat viel mit Körpersprache und Mimik zu tun. Doch das fällt gerade schwer. Mir ist schon auch aufgefallen, dass ich auch immer wieder gucke, wie schaue ich denn auch aus? Wie reagiert der andere? Weil es ist ja auch das Feld eingeschränkter. Also der komplette Fokus geht auf das Optische im Gesichtsbereich. Diesen Eindruck bestätigt Psychotherapeutin Katharina Rebuli. Sie beobachtet, wie wir uns in Zeiten von Online-Begegnungen und körperlicher Distanz inszenieren. Wir haben nicht mehr diese gesamte Kommunikationsmöglichkeit, ne? Auch das Nonverbal, ne? Und da ist sozusagen der Ausschnitt, den wir haben, natürlich in den Fokus gerückt. Wir richten den Blick nach außen. Ne? Nachdem wir so unmittelbar und ständig gespiegelt bekommen, wie wir wirken. Nicole Hepp leidet unter Migräne und runzelt oft vor Schmerzen die Stirn. Deswegen ist die Falte zwischen den Augenbrauen recht ausgeprägt. Das fällt ihr vor allem auf, seit sie Maske trägt und der Fokus auf den Augen liegt. Die Zornesfalte stört, weil die hat eine negative Ausstrahlung. Sie gucken in den Spiegel und selbst wenn sie entspannt sind, haben sie Zornesfalten. Und das ist der Klassiker für das eigentliche Botox. Das Schöne daran ist, dass eben Botox Muskelkrampfungen, Verkrampfungen auflöst. Und damit manchmal auch migräneähnliche oder kopfschmerzähnliche Symptome damit gleichzeitig beseitigt. Nicole Hepp hat mit genau dieser Hoffnung die Praxis des plastischen Chirurgen aufgesucht, um die Schmerzen loszuwerden und gleichzeitig eine faltenfreie Stirn zu bekommen. Grüße Sie, Frau Hepp. Schauen Sie mal gerade böse. Ah ja, da sehen Sie richtig zwei Zornesfalten, die würden dann dabei auch verschwinden. Auch wenn man konzentriert schaut, ist es dann oft so, dass es da welche gibt. So eine Behandlung kostet zwischen 200 und 400 Euro. Botox ist ein Gift, das in geringen Dosen therapeutisch wirkt. Der Arzt spritzt es in den Muskel, der die Zornesfalte bildet, in den Augenbrauenheber und in den Stirnmuskel. Nebenwirkungen sind selten. Es kann kurzfristig zu Rötungen, Schwellungen und blauen Flecken kommen. Bei Nicole Hepp ist alles gut gegangen. Ich bekomme sehr oft Rückmeldungen von Freunden. Mensch, du strahlst so. Geht's dir so gut? Und wo ich dann innerlich schmunzel, wo ich sage, ja, mir geht's gut. Ich bin schmerzfrei, weil ich einfach diese Stirn nicht mehr so runzeln kann. Die Wirkung wird ein paar Monate anhalten, bis sich das Botox wieder abgebaut hat. Nicole Hepp hat ihre Kopfschmerzen durch die Behandlung gerade im Griff, was kein Zufall ist, denn Botox wirkt nicht nur aufs Aussehen. Botox, oder wie es wissenschaftlich korrekt heißt, Botulinumtoxin. Das ist der Oberbegriff für Nervengifte, die aus einem Bakterienstamm gewonnen werden.
Botulinumtoxin ist das tödlichste Gift für Lebewesen. Eine Überdosis kann zum Atemstillstand führen. Das Gift wirkt, indem es die Signalübertragung von Nervenzellen hemmt. Sprich, die Nerven können nicht mehr mit dem Muskel kommunizieren. Weil das Botulinumtoxin verhindert, dass der Botenstoff freigesetzt wird, der dafür sorgt, dass Nervenzellen überhaupt funktionieren. In der Folge bekommen die Muskeln, die von diesen Nervenzellen versorgt werden, keinen Impuls mehr, sich zusammenzuziehen. Das Gesicht ist faltenfrei, Verkrampfungen unterbleiben. Ja, und das funktioniert natürlich nicht nur bei den Gesichtsmuskeln, sondern überall im Körper. Weshalb man jenseits der Schönheitschirurgie, zum Beispiel nach schweren Unfällen, Patienten damit helfen kann. Tino Hoffmann hatte 2014 einen Skiunfall und infolgedessen noch einen Schlaganfall. Seine linke Körperhälfte ist immer noch beeinträchtigt und bereitet Probleme im Alltag. Ich habe nach wie vor Probleme bei Dingen, die man als normale, nenne ich es jetzt einfach mal, überhaupt nicht wahrnimmt. Schnürsenkel binden, irgendetwas schneiden beim Essen, Hemd zuknöpfen oder auch Jacke aus- und anziehen. Das geht einfach mit gebeugten Gelenken deutlich schwieriger oder gar nicht. Tino Hoffmann ist Ingenieur und hat sich einige Hilfsmittel für den Alltag gebastelt, damit er sein Leben mit der gesunden rechten Hand meistern kann. Zum Beispiel eine Bierhalterung, damit er einhändig schaumfrei eingießen kann. Und ein kleines Gestell für die Tastatur, um beispielsweise Steuerung, Alt, Entfernen oder die Shift-Taste drücken zu können. Und dann gibt es aber noch die andere Sache, die seinen Alltag erleichtert: Botox. Ich hatte in meiner Rehabilitation mit dem Chefarzt Kontakt und der hat mir vorgeschlagen, zur Entkrampfung dieser dauerangespannten Muskeln gibt es eine Therapie mit Botox, also mit einem eigentlichen Nervengift, das diese Daueranspannung reduzieren kann. Und ob ich das nicht mal probieren möchte. Und das habe ich gemacht und es bringt doch tatsächlich unheimlich Erleichterung im Alltag. Tino Hoffmann ist auf dem Weg zu seiner 24. Botox-Behandlung in der neurologischen Klinik in Erlangen. Hier werden pro Quartal 400 Patienten behandelt, die an neurologischen Bewegungsstörungen leiden. Wie geht es Ihnen? Dankeschön, gut. Das vorderste Fingerglied war deutlich besser. Okay, aber Sie haben schon das Gefühl, dass noch ein bisschen mehr ginge. Das ist immer noch, dass die Hand sich zusammenkrallt, sehr stark. Normalerweise schickt das Gehirn Impulse, wenn sich der Muskel anspannen soll und wenn er sich entspannen kann, je nach Bedarf. Bei Tino Hoffmann funktioniert das nicht mehr, weil sein Gehirn durch den Schlaganfall geschädigt ist. Es schickt ununterbrochen Impulse zum Muskelanspannen in den Arm. Und zwar in die Beugermuskeln seines Arms, was dazu führt, dass die Muskeln, die für eine Streckung des Arms zuständig sind, nicht mehr gegenhalten können. Tino Hoffmanns Arm, sein Handgelenk, seine Finger sind also immer gebeugt und unter Spannung. Ein Problem ist immer so ein bisschen die Hand eigentlich gewesen und vor allem hier die Finger. Also am Anfang war sehr viel auch am Oberarm sehr stark in Beugung. Das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr der Fall. Und am Unterarm, die Muskeln, die wir behandeln, das ist auch eigentlich seit sehr langem stabil. Woran wir arbeiten, ist so ein bisschen die Fingerbeugung, weil die Finger immer noch sehr stark in die Hand ziehen. Die Dosis für Tino Hoffmann ist um ein Vielfaches höher als bei einer Anwendung, die ein optisches Ziel hat. Seine Dosis würde für die Behandlung im Gesicht jahrelang reichen. Das liegt daran, dass die Muskulatur viel, viel größer ist. Mithilfe des Ultraschalls sucht Cornelia Möbius die Muskeln. Sie darf kein Gefäß erwischen. Sie spritzt in 8 Muskeln des Unterarms. In die, die das Handgelenk beugen, die Finger beugen und die Drehung möglich machen. Ein Ziel war, dass er den Arm wieder strecken kann, damit eventuell auch das Greifen vorbereiten kann. Und ein Ziel, was wir schon noch haben, ist vielleicht, dass er wieder mit der Hand greifen kann. Also das wäre jetzt ein ziemlich ambitioniertes Ziel noch. Hier muss die Frau Huber richtig ein bisschen Kraft aufwenden, weil da kommt so ein Effekt, wie wenn man in Rosen reinfasst und erschrickt. Geschafft, Herr Hoffmann. Ja, sehr gut. Ich glaube, es ist ein extremer Lebensqualitätsgewinn. Zumindest ist es das, was ich an Feedback von den Patienten bekomme. Und darum geht es halt auch. Es ist halt ein Medikament, was keine letztendlich Heilung bewirken kann, aber was eine extreme Zunahme an Lebensqualität und Alltagsverbesserungen bewirken kann. Für Patienten, die halt Erkrankungen haben, die chronisch sind, also die nicht einfach wieder weggehen.
3 Wochen nach der Botox-Behandlung schickt uns Tino Hoffmann diese Videos aus der Physiotherapie. Deutlich zu erkennen, er kann die Hand besser öffnen. Also die Finger sind jetzt zumindest wieder so weit entspannt, dass ich was greifen kann und das Handgelenk in eine relativ neutrale Position geht. Das ist schon mal ein Riesenvorteil gegenüber der totalen verkrampften Haltung.